Tagesrucksäcke, also Daybags, für Bushcraft-Ausflüge oder für das Survival-Training zwischendurch. Ja, da braucht man eben ein Daybag. Und wenn es wirklich um Bushcraft geht, dann habe ich jetzt dieses Daybag hier gefunden und auch lieben gelernt. Das ist von Helicontex. Bergen heißt das. Ja, Bergen. Und wenn du wissen willst, warum dieses Teil genial ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft-Areal auf Waldhöllabadé. Schön, dass du dabei bist. Und das passt auch gut dazu, zu diesem ja, Bushcraft-Rucksack, Tagesrucksack von Helicontex. Wenn ich mir meine Rucksäcke anschaue, und ich habe einen ganzen Pack voll, eigentlich habe ich Rucksackkaufverbot, aber ich halte mich nicht dran, aber das ist ein anderes Thema, ist es so, dass das meiste doch aus dem taktischen Bereich kommt. Ja? Oder, das ist die eine Sache, oder die andere Sache, sie sind halt ganz einfache Irgendwas-Rucksäcke, Wanderrucksäcke, und die sind auch cool. Aber dazwischen für den Bushcrafter, der einen zum Beispiel einen Tagesausflug macht und da seinen Kocher mitnimmt und ein bisschen was zum Essen und was zum Draufsitzen, ein bisschen was zum Schnitzen, ein bisschen Tab zum Aufspannen, also so ein Bushcraft-Trip einen kleinen macht, kann man alle Rucksäcke, die ich habe, verwenden, aber es ist nichts, was perfekt passt. Bei mir zumindest. Und dieses Ding hat das anders gemacht. Und zwar, was hast du hier? Du hast hier drei Außentaschen. Ja? Du hast dann hier ein Hauptfach. Ja? Der Rucksack ist ein Toploader, das heißt, es wird von oben alles reingepackt. Ist nicht so ein modulares System, wie ich zum Beispiel von Tasmanian Tiger für den Alltag, also jetzt nicht Bushcraft-Alltag, also so ja, Büro-Alltag extrem genial finde, wo man alles draufkletten kann. Das ist hier nicht der Fall, sondern da packt man einfach die Sachen oben rein. Haben dadurch da drinnen überhaupt keine Ordnung, sondern es ist einfach reingestopft. Aber die Ordnung hole ich mir hier außen, ohne dass ich dazu extra Molletaschen kaufen muss, die dann noch einmal Gewicht bedeuten, die dann zwar modular sind, das ist schon klar. Aber ich finde das Ding einfach wirklich, wirklich schön. Und wenn du das Bellen da hörst, das sind keine wilden Tiere hier im Bushcraft-Areal, sondern der Fuchs ist wieder dabei und der ist ganz nervös, weil du hörst es vielleicht auch, es geht immer recht viel Wind und ja, der Wald, der redet. Nicht, weil ich Esoteriker wäre oder bin, sondern weil das Rauschen hier auf Waldhöllabadé, und ich weiß, das ist billige Eigenwerbung alles, das klingt so, wie wenn Leute reden würden. Das ist ganz komisch. Ja, ich habe mich dran gewohnt, das ist überhaupt kein Thema. Schau mal her. Hier hast du das Frontfach. Da ist jetzt mal die große Tasche. Die ist über so einen Gummizug zugemacht. Und dann kannst du hier zugreifen. Und zwar, es passen jetzt, folge das rein, Konkurrenzprodukt des Tasmanian Tiger. Erste-Hilfe-Set gibt es. Billige Eigenwerbung, alles bei mir hier im Shop, ja, ganz klar. Und dann zum Beispiel hier, das ist eine Jacke, die habe ich auch vorgestellt, die Main-Jacke von Tasmanian Tiger. Aber wenn du dir das anschaust, das hier, das passt perfekt da vorne rein. Also da hast du wirklich eine Tasche, mit der du wirklich was tun kannst. Du kannst die nicht zuzippen und sie ist eben nur gesichert über diese Kordel hier und über ein Deckelfach. Ja, also so ein Deckel, also ein Fach ist es nicht, Blödsinn, ein Deckel, den man hier anklippen kann. Das heißt, da fällt auch nichts raus, aber das war's dann mal. Gut. Dann seitlich, auf beiden Seiten, hast du noch einmal solche Fächer. Die haben aber jetzt keinen Zug mehr, sondern es sind einfach nur Fächer, die über einen Deckel gesichert werden. Davon der größte, damit du dir was vorstellen kannst, also vom Durchmesser passt so ein Händelmark von Tatonka rein. Ja, da würde sogar noch der große, der 57er oder 800, so muss man richtig sagen, also der 800er reinpassen. Ist überhaupt kein Thema. Ja, vom Durchmesser. Das passt auch. Ist auf beiden Seiten gegeben. Ich mache es jetzt hier nicht auf. Also du kannst auf beiden Seiten auch Kocher zum Beispiel mit unterbringen. Also alles, was ein bisschen mehr Durchmesser als so ein Händelmark hat, passt hier ohne weiteres rein. Gut. So, dann haben wir jetzt hier, bevor wir zum Hauptfach kommen, noch ein Deckelfach. Ja, ich meine, ist halt ein Deckelfach, passt eine Kleinigkeit rein. Insgesamt, wenn du dir das Bild anschaust, wenn du vielleicht auf meiner Webseite bist und das Video siehst, oder wenn du auf meiner Webseite gehen magst, billige Eigenwerbung, der Link ist natürlich da unten, ja, ganz klar, dann schaut der Rucksack auf dem Bild eigentlich relativ groß aus. Aber das ist er eigentlich nicht, gar nicht. Ne? Das Hauptfach hat 18 Liter und alles rundherum, ich weiß nicht, sind es 20 oder 22 Liter, sein, so irgendwas ungefähr. Ja? Und das ist der Punkt dabei. Jetzt kommt eh auch schon wieder der Wind, ich hoffe, dass die Tonqualität ausreichend ist. Aber das ist der Punkt dabei. Ja, der Fuchs ist ganz nervös, also er ist ganz fertig. Weil das klingt ganz eigenartig. Ich bin mir sicher, dass die Kamera, der,
der Wuschelwaschel, der da oben drauf ist, das nicht so einfahren kann. Das ist ganz, das Rauschen, das ist wie wenn ein Auto vorbeifahren würde oder sowas. Also es ist ganz eigenartig. Das macht das Tal hier, ich finde es großartig, ja, die Bäume reden zu hören. Und das knarrt immer wieder, das macht ihn nervös, mir ist es wurscht. Schau her, das Hauptfach hier, da gibt es noch einmal ein kleines, so ein ja, so wie man es von Wanderrucksäcken kennt, so ein Zusatzfach. Ich habe da jetzt den Leatherman drinnen, ein Skeletool übrigens. Ah, das muss ich rausnehmen. Da möchte ich auch ein Review dazu machen. Wenn dich das interessiert, da gebe ich da oben beim i den Link auf meinen Messerkanal. Da mache ich nur Messer-Reviews. Schau dir den einmal an. Auf jeden Fall, das passt hier gut. Da passt auch einiges rein. So ein Geldbörsel oder was. Also ich meine, das ist durchaus in Ordnung. Also schau, ist gut. Dann hier gibt es für die Trinkblase oder irgendwas anderes so ein Clip. Ja, da kannst du die Trinkblase zum Beispiel fixieren. Und dann, ja, kannst du die, gibt es hier ein Schubfach. Entweder für die Trinkblase oder für mein geliebtes Technical Foodback. Das hier übrigens, ja, das Beef and Potato Pot ist eines meiner Liebsten. Nur so, weil ich es gesagt haben will, gibt es natürlich auch bei meinem Shop, ist ja ganz klar. Und die Links findest du im Beschreibungstext, ist ganz klar. Aber das passt hier super rein. Oder eben eine Trinkblase. Ja, passt wirklich super rein. Da gibt es überhaupt nichts. So, gehen wir auch raus. Und jetzt, damit du so das Fassungsvermögen mal richtig sehen kannst und auch verstehen kannst, ich habe jetzt hier zwei Jacken eingepackt. Einmal und zweimal da unten. Die habe ich wirklich volle Kanone reingestopft. Ja, das ist auch übrigens eine Helikontex. Das ist die Patriot, eine meiner liebsten Fleecejacken überhaupt. Und die werde ich jetzt auch anziehen. Ich spüre schon den Windchill ein wenig. Hier auch hier im Schatten. Wir haben Frühjahr jetzt, Ende April. Und im Schatten ist es noch ganz schön kalt. Aber da ist diese Fleecejacke genau richtig. Und das passt hier locker rein. Das ist überhaupt kein Thema. Gefällt mir wirklich irrsinnig gut. Das haben sie wirklich schön gemacht. Dann hier, da an der Stelle, da sind so kleine Löcher drinnen. Da. Also ich kann da durchgreifen. Ja? Da kann ich jetzt zum Beispiel hier, das ist verdeckt durch diese Flappe, nennen wir es jetzt mal Flappe, ein Mollestreifen. Das heißt, ich kann hier mit einem Karabiner zum Beispiel eine Säge anhängen, ja? Eine Klappsäge. Ja? Würde sich zum Beispiel irrsinnig gut die Bacolaplaner anbieten. Oder die Felco-Säge. Oder die unaussprechlich italienische, gebe ich da auch, habe ich alle im Sortiment unten, den Link natürlich, ganz klar. Die könntest du dann da dazwischen reinstecken. Oder du kannst auch hier eine Axt, es geht sich alles ganz locker aus, den Axtstiel durchhängen lassen und hier oben befestigen, modular, so wie du das willst. Ja? Dann wieder zuklappen, dann sieht man es nicht, damit es ein bisschen ziviler ausschaut. Denn eins ist auch klar, diese Mollestreifen schauen halt ein bisschen militärisch aus, ist ganz einfach so. Ja, so, und das ist es. Hier unten hast du die Möglichkeit, mit Riemen noch einmal was festzumachen, denn da rein einen Schlafsack zu packen, das wird schwer. Ich habe jetzt ein Beispiel auch wiederum mitgebracht, den Elite 5. Ja, ich meine, okay, das ist ja dementsprechend das Style. Und der ist jetzt auch nicht hundertprozentig komprimiert von Snackpack. Im Shop, klar, schaut er das an, der wird da gar nicht reinpassen. Also das ist einfach nicht machbar. Und wenn du da was Kleineres hast, könntest du den zum Beispiel unten auf diesen Rucksack draufgeben. Aber meine persönliche Meinung ist, oh, ich muss aufpassen. Puh, jetzt werden wir das schon wieder weggerollt, so wie bei dem Video, wo man hier auf Waldurlaub das relativ hangig, da gebe ich da oben das i, da ist mal Ausrüstung davon gelaufen, aber das habe ich jetzt noch abholen können. Gut, das ist fast zu groß. Also meine Meinung ist, das ist ein Daybag und das sollte es auch bleiben, wenn man unbedingt da einen Schlaf, ich finde, das ist einfach übertrieben. Nimm dir dann einen Rucksack, der eine Nummer größer ist. Ich mag Multifunktionalität, die ist super, die ist genial, ist schön, aber alles hat so seinen Platz und sein Anwendungsgebiet und seinen Sinn und seine Bedeutung. Also das ist meine Empfehlung. Also ich bin der Meinung, das ist kein Mehrtagesrucksack. Punkt. Ja? So. Oben hast du auch die Möglichkeit, Streifen mit Riemen was anzubringen. Das heißt, du könntest, wenn du eben magst, unten einen Schlafsack und oben die Isomatte, eine Rollmatte oder eine Faltmatte. Haben wir auch alles im Shop. Wie gesagt, schau mal vorbei. Verlinke ich alles, ja, was wir so haben, was ich so empfehlen kann. Und die Sache ist erledigt. Das passt einmal ganz gut. Und wenn dir das gefällt, dann soll es so sein. Gut. Also das einmal zu dem hier. Das Tragesystem hier innen drinnen, da kann man aber auch dazu von innen, das ist so eine Platte, die ist recht fest, leicht, elastisch. Hier ist eine Polsterung angebracht, finde ich auch sehr angenehm. Den Bauchgurt, den will der eine oder die andere vielleicht verwenden,
Ich nicht, weil mein Bauch zu gurtig ist, also zu groß ist, um überhaupt einen Gurt zu fassen. So ist die Welt. Aber den kann man ausfädeln, ja, den kann man ausfädeln und wegmachen. Also soll so sein. Übrigens, der Rucksack, der ist für den Tobias und bei dem, der ist noch schlank und rank, bei dem ist das in Ordnung. Schau mal her. Hier zum Beispiel kannst du den Brustgurt fixieren. Es sind hier auch überall, so wie man das von Rucksäcken, die vernünftig sind, kennen, Möglichkeiten, noch Ausrüstung anzubringen, weil hier Schlaufen sind. Was wir da auch haben, ist, dass wir schnell abwerfen können für den Notfall zum Beispiel. Gut, dann hängst du auf. Nein, aber dann kannst du schnell abwerfen. Also auch das ist möglich. Ich finde, dass der Rucksack wirklich, wirklich, wirklich wahrlich gut gemacht ist. Auch hier diese Kleinigkeiten, dass die Bandeln, also diese Riemen nicht herumhängen, sondern dass man die anmachen kann. Es ist einfach ein schöner Rucksack, Tragegriff. Ich mag den wirklich. Ja, ich würde das nicht sagen, wenn ich den nicht mögen würde. Also hier ist einfach, er ist einfach gut. Er ist wirklich gut. Auch von der Verarbeitung her. Es ist natürlich, wenn du das Material angreifst, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu 5.11 oder im Vergleich zu Tasmanian Tiger, da habe ich eigentlich die meisten davon. Das Material ist etwas dünner, dadurch ist der Preis auch niedriger. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um dieses Teil hier. Von der Verarbeitung her ist das total okay, Daumen nach oben, wirklich. Jetzt zu vergleichen mit einem TT oder einem 5.11, sondern das ist ein ganz anderes System. Das ist nicht dieses Modulare mit dem Klett und Bipapo und Tralala, sondern das ist halt ein Rucksack aus der Bushcraft Line. Und so ist er auch gemacht und gedacht. Und den finde ich irrsinnig toll. Überall so kleine Löcher dabei, damit das Wasser nicht drinnen stehen bleibt. Das ist mir zum Beispiel bei meinem Amazon Basic Rucksack, den ich vor einiger Zeit vorgestellt habe, gebe ich da beim i um den Link. Da steht, das ist das Wasser drin gestanden, weil da kein Loch dabei war. Das war ein bisschen unangenehm, aber soll so sein. So, das Ding gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe es jetzt hier in Grau. Schau, wenn dich das interessiert, geh in meinen Shop. Wir haben diesen Helikontext und ein paar andere Helikontext-Sachen im Sortiment und bauen hier immer weiter aus. Das heißt, ein Besuch im Shop lohnt sich, wenn du gute Ausrüstung haben willst und auch die Videos dazu sehen willst, dann ist das dort eine gute Sache. Ja, jetzt bist du dran. Hast du dieses Teil? Was ist deine Meinung dazu? Wie findest du das? Wie findest du das mit den Taschen? Findest du, dass das ein idealer, ja, Rucksack, ein Tagesrucksack für Bushcraft-Abenteuer oder für so Survival-Trainings ist? Da würde mir irrsinnig deine Meinung dazu freuen. Ja, danke, schreib mir unten einen Kommentar. Wie gesagt, der Bushcrafter hat oft vieles Kleinzeug mit dabei. Vom Kocher über Schnur, über Tab, Sitzkissen und sonstiges Bibabo. Und da ist das hier eine gute Ergänzung. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu all den Produkten, die ich da gezeigt habe. Billigste Eigenwerbung, so wie immer. Findest du natürlich in meinem Shop. Abo da lassen, da geht's direkt zum Bergen. Aber andere Videos. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis bald und schau auf Waldolabati vorbei. Wir haben viele neue Bushcraft Zeltplätze. Es lohnt sich.